Leute, ich bin's, die Elam. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe heute wieder ein Outfit-Video vorbereitet. Und zwar, weiß ich gar nicht, warum ich mir so viel Zeit damit gelassen habe, weil es geht um eines meiner Lieblingskleidungsstücke. Es geht um diese schöne Bomberjacke, die ich liebe. Und ich zeige euch drei Outfit-Kombinationen dazu. Zunächst einmal was zu meiner Bomberjacke. Und zwar ist das jetzt nicht so eine klassische, wie man sie eigentlich kennt. Die unterscheidet sich ja schon in der Farbe. Also meine ist ziemlich bunt, hat glaube ich alle Farben, die es gibt. Und die würde vielleicht auch so als Galaxy-Style durchgehen. Also es hat auf jeden Fall irgendwie auch Muster drin, die ich nicht recht identifizieren kann. Außerdem ist meine Bomberjacke so im Biker-Stil geschnitten. Die hat hier zum Beispiel links und rechts so Druckknöpfe, wo ich den Kragen ranmachen kann. Und einen etwas schräg verlaufenden seitlichen Reißverschluss. Vom Schnitt her ist die eigentlich ziemlich cool. Also ich mag es eigentlich sehr gerne. Die ist nicht zu weit und nicht zu lang. Vorne ein bisschen länger sogar als hinten. Aber das finde ich, sieht ganz cool aus. Es gibt jetzt wahrscheinlich auch einige von euch, die sagen, ja, es ist ja keine Bomberjacke. Aber ehrlich gesagt wusste ich auch nicht, wo ich sie einordnen sollte. Weil als Blousonjacke ist sie doch ein bisschen zu dick, weil die leicht gefüttert ist. Und außerdem finde ich, hat sie schon Merkmale einer Bomberjacke. Also diese diesen abgesetzten Ärmelsaum hier am Ärmel und hier unten den Saum in einer anderen Farbe, so ein Schwarz. Und das haben ja Bomberjacken. Und deswegen finde ich, ist das eine Bomberjacke. Ja, die Bomberjacke macht auf jeden Fall schon sehr, sehr viel her. Also die ist sehr bunt und viel kann man deswegen eigentlich nicht machen. Also ich experimentiere jetzt nicht mit Farben rum. Obwohl hier ist ja zum Beispiel so ein Lila drin, was eigentlich auch ein sehr, sehr schöner Ton ist. Aber ich habe das jetzt noch nie zum Beispiel kombiniert mit einer mit einem lilanen T-Shirt oder so. Ich greife dann mehr nach so einem T-Shirt, also mehr so neutrale Farben, gedeckter etwas. Schwarz natürlich geht immer. Aber das ist jetzt zum Beispiel zu dem Outfit, damit es nicht zu dunkel wird, so ein etwas grau-blaues Shirt. Und genau die Farbe ist in der Jacke auch drin enthalten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Kombinieren tue ich das Ganze mit meiner Skinny Jeans. Die ist leicht verwaschen, ist eine schwarze. Und ihr kennt das wahrscheinlich. Es gibt ja manchmal die Jeanshosen, die man im Schrank hat, die man gar nicht merkt und die einfach nur bequem sind. Und das genau ist so eine. Und ja, ich könnte dazu genauso gut, also zu dem Outfit jetzt eine Lederleggings, eine Lederhose oder sonst irgendwas kombinieren. Sieht genauso gut aus. Aber damit das ein bisschen kontrastreicher wird, also nicht komplett schwarz unten, sondern schon dieses Graue auch hat, habe ich mich für die entschieden. Zu diesem Outfit wird man jetzt vielleicht Sneaker kombinieren oder doch Boots. Also Boots gehen auf jeden Fall. Ziehe ich natürlich auch sehr, sehr gerne an. Aber um das Ganze ein bisschen von dem coolen, also cool bleibt es trotzdem, aber vielleicht noch mal ein bisschen sexy zu machen, habe ich mich für meine Schnürstiefeletten entschieden. Die sind hochhackig, die sind aus Leder und auch das Leder, finde ich, sieht dadurch ein bisschen, also zu dem Outfit sieht es ein bisschen rockiger aus und das mag ich eigentlich ganz gern. Outfit Nummer 2, Bomberjacke, habe ich jetzt mal geschlossen. Und ich habe das Ganze mal kombiniert mit einem Rock, also mit meinem Faltenrock. Der hat hier so transparente Bahnen, abwechselnd mit Leder an der Seite. Mag den eigentlich ziemlich gerne und bequem ist der auch. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Kleid machen, sieht genauso gut aus. Aber gerade so eine Bomberjacke mit einem Faltenrock finde ich auf jeden Fall sehr cool. Als Schuhe habe ich gewählt etwas klobigere, also ich hätte natürlich auch Hakenschuhe nehmen können, weil ich finde, Absatzschuhe passen natürlich immer zu Kleidern, zu Röcken etc. Aber um mich da ein bisschen wieder in Richtung cool zu bewegen, habe ich mich für diese Schuhe entschieden. Und zwar sind das schwarze Stiefeletten im Chelsea-Stil. Die haben eine Treckersohle, einen leichten Plateau und schon so einen etwas höheren Blockabsatz. Und ich finde, die sind nicht nur sau bequem, sondern die runden den ganzen Style auch nochmal ab. Drittes Outfit, und das ist jetzt auf jeden Fall so ein Streetwear-taugliches. Also war Nummer 1 auch schon, aber da habe ich es ja nochmal ein bisschen aufgebrochen mit dem Absatzschuh. Und jetzt, wenn wir schon mal bei Schuhen sind, ich fange dann auch nochmal unten an. Jetzt habe ich auf jeden Fall Sneaker dazu kombiniert. Und zwar sind das Sneaker, schwarze Ledersneaker mit einem Doppelreißverschluss. Also ich finde die sehr, sehr geil. Und bequem sind die natürlich auch. Ich meine, flache Schuhe sind immer bequem. Und ich finde, die passen auf jeden Fall zu meiner Jeans. Die ist nämlich auch im Biker-Stil. Und an der Hose merkt man das ja am besten an den Nähten am Knie entlang. Also hier so diesen Einsatz. Das
habe ich natürlich dann auch bei meiner. Und an der Seite läuft nicht einfach bei mir hier so eine gerade Naht runter. Also die läuft natürlich auch. Meine Hose ist dicht, aber die hat hier nochmal so einen extra Einsatz, was ich sehr cool finde. Von der Farbe ist es ein hellblau, aber schon ein sehr schönes, wie ich finde. Und es hat insgesamt so einen Used-Look, was ich gerne mag. Und das passt auf jeden Fall mit meinen Schuhen perfekt zusammen. Ich hatte in Outfit 1 ja schon gesagt, dass ich mit dieser Jacke weniger Farbexperimente mache und hatte in Outfit 1 ein blau-graues T-Shirt an, fast die Farbe wie diese Jeans, also ähnlich, und es muss ja nicht untenrum immer schwarz sein, deswegen habe ich für diese Kombi mal gedacht, ziehen wir diese Hose an, diese Jeanshose in einem hellen Ton, das passt natürlich auch zu der Jacke, das kann man also machen, und schwarzes T-Shirt aber dafür, also obenrum dann doch ein bisschen schlichter, und so im Gesamtbild mag ich das eigentlich sehr, sehr gern. So Leute, das war mein Outfit-Video zu meiner Bomberjacke, 3 Kombinationen, ich hoffe, sie haben euch gefallen, und in den Kommentaren lasst ihr mir bitte auf jeden Fall da Outfit 1, 2 oder 3, was hat euch am besten gefallen. Ich entscheide mich für Nummer 3, weil ich glaube, ich bin einfach momentan so im Sneaker-Mood, deswegen die 3. Und ja, ansonsten könnt ihr mir auch noch weitere Ideen, Vorschläge, Themenvorschläge da lassen, weil manchmal bin ich auch an meinen Grenzen und weiß nicht mehr, welche Outfit-Videos ich machen soll. Da würde mich freuen, wenn ihr mir dazu was schreibt, und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!